Ich habe jetzt auch einen Supporter-Creator-Code GetOnMyLevel. Einfach eingeben, einfach bestätigen, mich kostenfrei auf Ehrenbruder-Basis supporten. Kuss geht raus. 3, 2, 1. Let's go, Digga. Komm schon, Baby. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever! Oh mein Gott! Moin Moin, meine aktiven Freunde, und herzlich willkommen. Ein weihnachtliches Ho-Ho-Ho. Ich hoffe, euch geht's gut. Nicht vergessen, kostenfrei abonnieren. Kostet euch nichts. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist ein YouTube-Account. Aber mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, ist für euch kostenfrei. Also gerne machen. Wie ihr schon am Titel erkennen könnt, gibt es heute ein legendäres Comeback, ein legendäres Video, eine Bigness-Challenge in Fortnite zusammen mit dem allseits geliebten und heiß vermissten Ehrenbruder Stili Brili. Moin Moin. Oiski, was geht? Für die Leute, die nicht wissen, wie es funktioniert, ganz... Bester Dance. Ja, auf jeden. Relativ simpel, wir gehen in 3 Runden rein und wer in den 3 Runden die meisten Bignisse findet, ist der Gewinner und verteidigt seine Ehre. Alle anderen Spielregeln werden wir euch gleich in-game erklären. Wir dürfen natürlich nicht auf die Gegner schießen, das ist klar wie Kloßbrühe und... Ich hoffe, euch gefällt das Video und ihr habt Bock drauf. Gerne ein Däumchen nach oben dalassen, wenn euch das Video gefällt. Ich bin Rettiti. Rettiti, dann rein in die Loppi-Pipi. Oh Gott, Digga, was war das? Let's go. Gehen wir rein und versuchen, so viel Blue Life wie möglich zu finden. Bignisse. Sollten wir jetzt einen Gegner in der Hood haben, also bei uns in der Stadt, können wir den noch dort vor Ort töten? Oder wenn es Bots sind beispielsweise. Ansonsten gilt folgende Regel. Wenn wir sterben, denn wir dürfen ja nicht zurückschießen, wenn wir sterben, darf derjenige, der noch am Leben ist, in seiner Stadt in Ruhe looten, aber nicht den Bereich verlassen. Und dann ist die Runde zu Ende. Ich bin extrem gespannt. Blue Life wurde massivst reduziert. Es ist gefühlt schon manchmal schwer, überhaupt ein Bigness zu finden. Ich glaube auch nicht mehr von Dings, das hast du auch, glaube ich, letztens gesagt, ne? Von den Munitionskisten war es ja richtig. Eigentlich auch mal Standard gewesen. Richtig. Nicht mal von den Munitionskisten gibt es Bigness-Pots oder allgemein Blue Life. Also bei mir landet niemand. Steht dir das? Warst du schon mal hier, wo ich gerade bin? Das sieht da wirklich geisteskrank aus. Oh mein Gott. Ja, da war ich schon mal, aber ich kann mich gerade ehrlicherweise nicht dran erinnern, wie es da aussieht. Ja, bei mir fliegen aber schon gerade 2 Spieler, sehe ich gerade. War es auch erstmal mit der Runde, glaube ich. Ja? Nee, aber, nein, natürlich noch nicht, aber ich hoffe es natürlich. Hoffentlich verziehen die sich. Also bei mir ist ruhig. Ich habe hier Kisten, ersten Bignis. Oh, Stili, erste als Kiste. Als ob, so schnell. Bignis. Ey, das ist ja wirklich respektlos. Ich finde, keine Ahnung, manchmal erst nach einer 10 Minuten gefühlt etwas und jetzt. Erste Kiste Bignis schmeckt. Und ich glaube, in der zweiten ist auch ein Bignis. Nee, Minis, schade. Mini-Challenge wäre auch gut gewesen. So, okay, hier oben ist noch eine Kiste. Ist bei dir ruhig, Stili Brili? Bei mir ist gerade, ich hoffe es, also jetzt gerade schon, aber es sind auf jeden Fall einige Leute in der Umgebung mitgelandet. Das heißt. Ja, es wird extrem schwer, hier länger zu überleben, beziehungsweise auch andere Bereiche noch zu looten. Eventuell ist sogar eine Taktik, Stili, ich gebe dir hier mal einen kleinen Profi-Tipp, eventuell ist sogar eine Taktik, Medijits mitzunehmen und außerhalb der Zone dann noch zu looten. In Ruhe mäßig, weißt ja, du, wie ich meine? Ja, safe, ja. Ich merke, ich habe auch gerade jetzt auch ein... Warte, nein, oh Gott, bitte. Das Ding ist, glaube ich, over, oder? Warte. Oh, ich werde... Wärst du gehandelt? Nee, ich werde bei mir, oder? Steht's auch bei dir? Nee, ich werde nicht gehandelt. Doch, du wirst gehandelt. Also ich werde... Du wärst gehandelt? Ja. Das Ding Spieler ist hier gelandet. Over, ja, das Ding ist echt over. Das merke ich auch gerade. Aber hier sind auch wirklich diese Schritte hier die ganze Zeit als... Wollen wir rausgehen? Nee, also ich glaube, also ich wurde noch nicht angeschossen, aber ich sag nur, dass hier irgendwelche Leute gelandet sind. Okay, ja, also das mit den Handen ist ja schon absolut zum Kotzen. Ja, das kann halt echt ein bisschen belasten. Ich glaube, das sind auch sogar die wahrscheinlich, aber es ist nicht so schlimm, ich bin jetzt wieder durchgezogen. Okay, ja, also bei mir ist hier, ich werde da mal zur Insel rübergehen. Kann ich da mit dem haken? Ja, das sollte auch eigentlich gehen. Du hast bis jetzt nur ein Bignis, oder wie? Ein Bignis. Okay, das geht noch. Ja, das ist relativ mager, würde ich sagen. Ich peile jetzt hier mal eine andere Insel an. Es ist extrem schwer, Bereiche zu finden, wo kein Gegner ist, wo man in Ruhe looten kann. Das ist auf dieser Map irgendwie einfach so, finde ich. Und das Problem ist auch, du kannst relativ schlecht flüchten, finde ich. Weil alle Waffen irgendwie einen Scope haben, einen Visier. Bei mir sind Schritte, das könnten aber Bots sein. Ja, die kannst du ja noch holen, wenn du es in deinem Mainspot ist. Nee, ist nicht immer in meinem Mainspot. Dann
kann auch mal gerne gleich ein Düdüdü-Sound haben. Nee, das sind so schlecht, das sind wirklich schlechte Bots. Achso, okay. Schlecht. Ja, also die haben wirklich die Clownsnase auch beim Schießen. Aber ich finde kein Blue Life hier. Wie ist bei dir? Du hast noch nicht ein Bignis? Nee, ich gönne mir gerade die ganze diese Slurp-Fässer. Oh, warte, oh, nee, gar nichts jetzt. Okay, well, bei mir ist hier gelootet worden. Hier sind Gegner. Oh, aber Medikit. Medikit ist natürlich auch nicht verkehrt. Digga, ich finde hier nichts, Stili. Es ist gefühlt unmöglich, nur, also, ich, okay, Minis finde ich hier ordentlich. Aber ich finde kein Bignis. Medikit nochmal? Ich habe nicht welche Minis gefunden, also ich, wirklich. Deshalb verstehe ich auch nicht, wie schnell du da jetzt. Ja, Bro, ich habe nur ein Bignis gefunden, ne? Ein einziges. Aber du weißt selber, wie selten das ist. Früher war das wirklich so ein Standardding, aber mittlerweile ist es wirklich safe. Noch seltener als Gold gefühlt. Also Medikit-Challenge würde ich gewinnen, Bro. Ah, warte mal, ich bin bei den Drohnen hier, sehe ich gerade. Die goldenen Drohnen? Also ja, dieser Spot, wo. Ah! Ich glaube, aber warte, du doch auch in der Nähe. Hey, ist die bei dir da unten? Ja, stimmt, aber dürfen wir die runterschießen? Ich weiß gar nicht, wie war das damals? Das damals gab es die noch nicht, Digga. Ja, moin. Dann, Huch. Ja, Bruder. Wie lautet da die Regel? Die Regel lautet, da wir ja keine Waffen benutzen dürfen, würde ich sagen, dass man die auch nicht runterschießen darf, oder? Okay, dann baut man sie. Obwohl, oh, perfekt. Ich wollte gerade sagen, man baut sich da hin und. Oh, warte, oh Gott. Nee, wir können ja sagen, wir schießen die runter. Also ich habe jetzt keine Waffe, aber... Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh. Alles gut, ich habe wenigstens noch Impulsgranaten. Aber ich werde so hart. Ich wieder komplett. Nein. Oh. Gleich düt. Ja, dieses ganz schnelle, aber oh, dass ich gerade wieder überlebe. Dieses ganz knappe Ding. Ich kann auch nicht mein Baumenü rausholen. Bignis. Ein Bignis mehr, zwei Bignisse. Bei mir sind Schritte. Ich gerade wieder machen muss, ich kann gerade nichts machen. Hier unter mir ist ein Gegner, ich muss durchziehen. Bist du in einer Trap oder was? Also ich bin gerade auf diesen Suchen-Verstecken-Modus gerade. Also wirklich dieses ganz, ganz andere, glaube ich. Dieses internationale Ding, sagst du? Ja, ich merke auch gerade, das war wirklich dieses, man hat wieder professionelle... Ich muss auch durchziehen, bei mir sind Gegner. Es ist gefühlt überleg mal, zwei Bignisse habe ich nur gefunden. Bro, das ist doch zu viel! Ja, zwei mehr als du, das stimmt, aber... Ganz unabhängig davon, war das doch früher irgendwie leichter, Bignisse zu finden. Ja, wie gesagt, ist mir auch aufgefallen, als ich meine erste Runde gespielt habe. Ich hatte, weiß nicht, also Blue Life war gefühlt gelöscht worden von diesem Spiel. Bignis, bitte. Impulsgranaten. Okay, ich gehe mal unter die Bahn. Da sind auch immer noch ganz gute Kisten eigentlich. Oh mein Gott, wieder. Okay, doch, Shotgun-Granaten immerhin wichtig. Hier ist keine Kiste. Bitte gönnen. Ach, da, komplett. Bitte noch ein Bignis. Bitte, komm. Gönn. Oh. Oh, die Bahn kommt. Weh, da ist jetzt ein Gegner drin, Digga. Das wäre übelster Abfuck. Ich finde kein Bignis mehr. Na komm. Minis liegen auch wieder hier rum. Kiste. Oh mein Gott, oh. Ey. Okay. Wir machen es so. Gibt es hier noch andere Loot? Man kann auch das Bahnabteil gar nicht öffnen, ne? Was für ein Teil? So. Die Bahnabteile kann man nicht öffnen. Ich fahre hier gerade mit der Bimmelbahn durch die Gegend. Wieso höre ich denn hier so viele Kisten? Oh mein Gott, Bignis! Nein, ey, du hast jetzt drei Stück. Ja, noch ein Bignis! Okay. Vier Bignisse, Stili. Vier Stück. Und ich bin gerade hier gefühlt nur bei Leuten, die gerade am Schießen sind. Im Schritt und alles drum und dran. Seilbahn, alles. Ich öffne so viele Kisten, es passiert nichts. Ah! Jetzt habe ich es verstanden, gerade das System hier. Bro, vier Bignisse, Stili, was willst du machen? Oh mein Gott, ja, ist nicht schlimm, also es geht ja eigentlich, du hast, also was heißt, es geht, aber wenn du so schnell vier Stück gefunden hast, dann sind die anscheinend ja doch nicht so extrem. Ich bin mit. Noch ein Bignis, Stili? Ja, okay, da, okay, jetzt ist das Ding aber durch. Das ist ja respektlos, Bro, sag ich dir ehrlich. Ja, aber vergiss nicht die C4-Challenge, Continuous, da hat man nämlich auch mal einen Moment gehabt, wo man dachte, okay, das Ding ist durch. Wo man Comeback hatte, sagst du? Ja, ganz genau, also Comeback kann auf jeden Fall dieses ganz schnelle wieder auch reinsteppen. Also ich sag dir ehrlich, Runde. Digga, das hat hier gerade... Also ich sag dir ehrlich, bei mir ist es gerade eigentlich eher eine Länge überleben Challenge anstatt... du hast doch nicht ein Bignis, oder? Bruder, ich muss hier nur weglaufen, ich muss hier meine ganzen Pulsgranaten und alles aktivieren.
Wollen wir die Runde neu starten, Chili? Also, das nee, ist ja, alles ja gut. Ich bin ja extra, ich bin ja dort gelandet. Das ist ja, gehört dazu. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn du die ganze Zeit wegläufst. Ja, aber ich kann da trotzdem noch in der Runde noch was finden. Ich öffne auch nebenbei noch Kissen, so ist es nicht. Ach so, okay, gut. Hier auch gerade. Ja, moin. Ich finde halt einfach nichts gerade. Also, ich habe schon, ich weiß nicht, 10 Kisten gefühlt geöffnet. Alles Mülltonne. Okay, ich muss hier durchziehen. Hier ist der Endboss. Okay, ich bin aus der City weg. Oh, hier sind noch Kisten, Stili. Oh, hier kommt ein Auto. Scheiße. Oh Gott. Hier sind Gegner bei mir. Ja. Kein Wignis. Du hattest 5 Stück gehabt, oder? Stili. Na, Bruder, sag jetzt nicht Stili. 6 oder so. Mach mal dann 6 Ali raus, bitte. Nein. 6? Sag nicht, dass du jetzt gerade noch eins gefunden hast. Nein. Okay, ich hatte schon 6. Ja, okay. Schade. 6 Stück auf. Ich dachte, jetzt kommt der Markierungssound. So, nee. Nee. Aber bei mir sind Gegner. Oh mein Gott. Nee, doch nicht. Ah, scheiße. Noch ein Wegnis, Bro. Okay, aber ich muss sagen, was auf jeden Fall stabil ist, dass ich gerade sehr viele Impulsgranaten finde. Hier Schockwellengranaten finde, aber. Ich möchte nur ganz kurz anmerken, wir machen keine Schockwellen. Ja, das weiß ich, aber es könnte vielleicht im Endfight, wenn du es bis dahin auch natürlich noch schaffst, vielleicht auch ein Vorteil sein. Mal ein bisschen hin und her jumpen und auch mal vielleicht den einen oder anderen Gegner wegsneaken. Bei mir ist hier ein Gegner, das fuckt ab. Bei mir sind auch, ich sehe auch jetzt von mir ein Team. Ah ne, der ist schon durchgezogen, ne? Ja. Fahrzeuge dürfen wir nicht benutzen, ne? Nee. Okay. Obwohl eigentlich. Ja, nee. Eigentlich haben wir immer ohne Mobilität gemacht. Ich glaube schon. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr wirklich dran erinnern, wie es bei diesen Dings-Challenges war. Item-Challenge, aber. Glaube nicht. Gott, nein. Puh, also Chili, du musst einen nachlegen. 1, 2 Begnisse musst du finden. Ansonsten glaube, ist das schon dieses Düdüdüdüd. Das wird auch, glaube ich, jetzt dann auch auf hinauslaufen, merke ich gerade. Wieso? Weil da hat jemand. Oh mein Gott. Also, ich habe auch wirklich. Das muss so ein Schicksalsding sein, weil ich habe nicht umsonst so viele Shockwave-Granaten gerade gefunden. Ich konnte gerade wieder durchziehen, obwohl irgend so ein Typ da, weiß gar nicht, das ist doch so ein Item, wo du auch wieder ein bisschen Mobility hast. Ich habe das Item zwar noch nicht gehabt. Weißt du, welches Item ich meine? Irgend so ein Seil. Ich habe das noch nicht gehabt. Ich habe das gerade irgendwie, glaube ich, naja, gehabt. Aber ich weiß nicht, welches Item du meinst, um ehrlich zu sein. Du meinst dieses lilane Item, womit du so. Oder was meinst du? Ja, ich glaube, es könnte vielleicht. Ich habe das noch nicht gehabt, aber ich habe das gerade, glaube ich, bei einem Gegner gehört. Achso, ja, das ist so. Eine Waffe und ein Grappler in einem, falls du. Genau, so ein Grappler-Ding, ja. Ja, genau, ja. Oh mein Gott, hier gibt's so ein. Warte mal. Das Warte. Könnte es sein, bitte. Hier ist auch so eine. Ich weiß nicht, wie man die Chat. Also Vorrat. Aber nicht so eine normale Vorratslieferung, sondern irgendwas anderes, wo du irgendwie gefühlt 1-2 Minuten warten musst, bis das wieder rauskommt. Da könnte auf jeden Fall ein Bigness rauskommen. Safe. Ja, das Teil leuchtet auch blau. Für Blue Life sagst du? Ah, ich sehe es, ja. Bei dir, wie du es gerade aktivierst. Ja, Patent ist schon mal hier aktiviert. Ich komm, das ist meins. Nee. Nein, mach ich auch nicht. Also, für einige mag es so sein, als wenn jetzt Stili schon verloren hätte, aber bei mir kann es in der nächsten Runde genauso laufen, dass ich keinen Blue Life finde. Okay, hier ist jetzt noch eine Kiste, Stili. Also, wenn ich jetzt noch eins finde, dann ist schon. Warte mal, das habe ich aber auch vergessen. Stimmt, da oben gibt es dann noch diesen einen Loot Lake Spot. Die schwebende Insel da. Und da gibt es eigentlich aber auch. Oh Gott, ich. Ist hier noch Leben? Irgendwas? Nee. Bitte gönn. Oh, da ist noch eine Kiste. Bitte noch. Oh mein Gott, 2 Stück! Oh! Das ist ganz wichtig. 2 Stück hast du? Ja, ist in Ordnung. Ja, das ist plausibel. Da kann man mit arbeiten, ja? Hat sich nochmal gelohnt hier, die Schockwellengranaten. So, ich überlege gerade. Okay, also steht jetzt 6. Mann! 6 zu. Mann! 6 ja, zu. Nee, ich mache jetzt gerade so viele Sachen, ich bin nicht multitaskingfähig. Es steht 6 zu 2. Okay. So. Wir waren aber auch. Oh, hier ist noch eine Kiste, Chili. 2 Kisten. Kein Bigness. Wo ist die andere Kiste? Hier über mir. Bitte ein Bigness. Bigness. Ja! Bigness! So Chili. Respektlos. Du hast schon so viel und kriegst. Ah, das ist ja wirklich. Egal. 7 Bigness. Ja. Also das ist schon. Also, oh mein Gott, hier liegt Loot, hier wurden Leute getötet.
Moment, was liegt hier? Hier ist alles Gold bei mir, siehst du, Digga. Nee, ich sehe noch nichts, aber schön, dass du das auch gerade eins zu trinken, muss ich zugeben. 100% Blue Life wird eigentlich auch gut. Nichts, aber hier sind extrem viele Gegner. Ich muss gerade überlegen, warte mal. Oh. Eigentlich wäre es sogar echt smart, ich muss da zu diesem, zu dieser schwebenden Insel reinsteppen. Geht, glaube ich, nicht anders. Vor mir ist ein Gegner mit Auto. Oh nein. So, du mach doch gleich Auge. Okay, ich versuche einfach, mich von den anderen Gegnern abzuseilen und noch ein bisschen was zu finden. Es steht 7-2. Puh, das Ding ist, das ist auch ein No-Build-Modus eigentlich. Haben wir das auch mal im Build-Modus gemacht, Continuous? Das ist auch ein Ding, das steht eigentlich hart auf hart 6-2, weil No-Build-Modus ist auch mal wieder ein Heimvorteil, so ein Ding. Ah ja! Ja, genau so ein Ding. Aha. So. Ja, das sehe ich anders, Stili. Ah, also ich muss sagen, was mir nicht gefällt, ich weiß nicht, wie es dir geht, diese goldenen Kreise im Radar selber. Ja, also man, das sind ja, glaube ich, die Leute. Ja, ich check, was du meinst. Ich dachte am Anfang auch, also ich wusste nicht, was das ist, aber das sind ja, glaube ich, die Leute, die diese Medaille da. Ja, ja, klar, haben. Klar, klar, natürlich. Aber ich finde es trotzdem irgendwie verwirrend. Ja, Gott. Ah, nein, ich glaube, Loot Lake. Okay, ich bin hier noch aktiv am Looten gerade. Also, ich habe mich so ein bisschen abgeseitscht hier. Also, du musst. Du ja, an der musst Runde vielleicht noch Blue Life finden. Mindestens warte. Ein. Was mit Automaten? Oh mein Gott. Was für Automat? Ja, Automaten, wo man Schildtränke kaufen kann? Nee, das ist. Ja, ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das geht nicht. Das wäre Schummeltaktik. Das stimmt, ja, okay. Hätte sonst offen spannend hier. Ja, Gold hätte nicht genug gehabt. Ja, ich habe auch 5000 Gold, also. Echt, so viel schon? Ja, ja, 5000 Gold habe ich schon. Okay, ja, ich habe jetzt knapp einen Taui. Ah, Stili, du bist ja noch aktiv da am Looten in der Hood. Hä, Bruder, ja, ich muss aber erstmal durch. Warte, nein, das. Oh Gott, nein, hier sind Schritte. Oh. Nein, 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 das wird echt zum. Was ist das da? Ist das noch Big Miss? Nee. Oh mein Gott. Minis. Das Ding ist durch, ja, das Ding ist absolut durch. Es machen die Auge auf deinen Arsch. Ja, du siehst es schon oben links. Ja, das ist gleich ein. Na, aber noch nicht komplett, aber das Ding ist halt. Gute Mobility. Das ist halt das maximale. Bruder, aber auch wie das Teil platziert worden ist, auch wieder respektlos hier. Gute Mobility, sagst du? Ja, so ein bisschen, ja, es war. Okay. Nord Tiger. Okay. Siehst du das unten bei mir, Stili? Ich sehe noch nichts. Blackspear jetzt sehe ich irgendwie. Gott, Alter, hat halt auch nicht gelogen. Okay, also ich darf noch in meiner Umgebung looten. Ich nehme noch den Leuchtturm mit und dann. Also wenn da jetzt noch einer rausdroppt, Bruder, dann quitte ich einfach auch. Dann war auch die Runde, glaube ich. Oh, huch. Das wäre eigentlich auch perfekt. Das wäre peinlich gewesen. Das Item ist ja richtig cool. Ja, und du kannst doch, guck mal, du kannst irgendwie damit noch schlagen. Was macht das für einen Schaden dann? Aber ich glaube, ich habe es noch nie probiert. Weiß ich nicht. So, hier ist überall schon gelootet. Eventuell hatte da aber jemand keinen Durst. Und hat vielleicht ein Biggie hier liegen lassen. Okay, nee. Nee, das nimmt man immer automatisch aus Reflex gefühlt mit. Scheiße. Okay. Das war's dann auch erstmal mit der Runde, Continuous. Ja, das scheint mir so. Warte, warte. Obwohl, warte. Da oben, wenn da jetzt. Oh, hier ist noch eine Kiste, Stili. Ey, der. Oh, guck mal, wie viele Slurpers, Alter, das hier. Geht hier. Wo ist die Kiste? Das riecht ja alles hier nach Blue Life. Über mir, Stili. Bist du bereit? Mach deine Augen zu. Warum geht die Scheiße nicht kaputt jetzt? Oh, bitte, Zone! Kein Blue Life. Fuck. Okay. Warte, 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 Stili. Ich gönne den Gegner noch den Blue Life Kram. Wenn ich das schaffe überhaupt. Warte. Digga, wollen die mich verarschen oder was? Warte. Digga, das ist ja am Arsch der Heide, Alter.
Oh, wo ist die Zone? Das ist für gutes Karma danach, oder wie? Naja. Das tut er nochmal, ja, ist auch wieder respektlos. Ja. Oh, hä? Okay, es stand 7 zu 2. Erste Runde, ja. Oh, gerade vor mir trinken sogar zwei Leute, perfekt. 7 ja. zu 2 ist erstmal eine Ansage, aber ich glaube, da kann noch viel passieren. Wir sehen uns gleich in alter Frische. Let's go. Zweite Runde. Chili, wo willst du landen? Diesmal würde ich schon sagen, ja komm, steppen wir mal hier in Snotty. Da, da werden Leute sein, Bro. Denkst du auch von ja, so einer? Ja, also ja, ja denke ich schon, ist ja. Ist Mainspot oder wie? Okay. Ja, ich denk weiß ich nicht. Ich werde es trotzdem probieren. Egal, okay. Ist jetzt, wenn da Leute ja. landen, dann mache ich einen kleinen Stepper hier. Ich werde hier hinten hingehen. Da. So wirklich am Arsch der Walachei. Ja, ich glaube, es ist sogar smarter, weil ich merke gerade, dass bei mir diese gelben Spots da wieder... Ja, da würde... Snotty Steppers da ist Peter Griffin. Du musst woanders hingehen. Ah, dann mache ich mal den Stepper einfach, egal. Okay, easiness. Okay, 7 zu 2. Stili muss diese Runde aufholen, ansonsten muss er ein Comeback machen, was so in den Geschichtsbüchern noch nicht stand. Gab's schon mal, aber es ist halt auch wirklich ganz, ganz schwierig. Ja, wir haben eben... Bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben wir so ein bisschen über die alten Zeiten geredet und gerade so die Challenge-Zeit zwischen mir und Stili. Also für uns, glaube ich, einer der legendärsten Folgen war die C4-Challenge. Das war geisteskrank. Aber auch die Bandagen-Challenge oder. Also alle Challenges haben unfassbar viel Spaß gemacht, sage ich euch ehrlich. Hier, ist, hier landet aber niemand und. Ach, Digga, ich habe gedacht, direkt ein Bigness. Okay. Medijet, Waffe, falls ein Gegner nervt. Oh Gott, hier sind aber bei mir echt wieder einige Leute, das ist halt auch so respektlos. Es ist gefühlt unmöglich, einen Spot zu finden. Ja, ich merke gerade, also überall, ich bin auch gerade am Fliegen, auf mich wird da schon geschossen. Oh lol. Andere Leute sind schon am... Ach, das ist ja wirklich so. Also, wir können, wenn du keinen Spot zum Looten hast, können wir die Runde neu starten. Nee, warte, ich probier's noch. Und okay, easiness. Es sind ja noch so viele Leute, warum fliegen die? Ich glaube, das müssen dann wahrscheinlich hier vor mir dann... Bots sein, aber ich bin jetzt auch nicht sicher. Also, ich habe hier keinen Luck mit dem Loot. Warte mal, irgendwo ist hier aber noch eine Kiste. Kommt man hier irgendwo aufs Dach? Ah, okay. Aber ich weiß nicht, ich würde da eigentlich mal in dieser Tür abchecken. Was würdest du? Bei mir gerade, wo ich bin, aber ich weiß nicht, das waren ja, glaube ich, ich bin mir sicher, ob da gerade zwei Bots oder zwei richtige Spieler gelandet sind. Also da in der Aber Stadt... obwohl, das sind Bots, glaube ich. Bots kann man eigentlich holen, haben wir. Ja, ja, klar. Okay, also dein Glück ist, hier bei mir ist nicht ein bisschen Bignesse. Aber gut. Ah, hier ist noch eine Kiste. Bitte ein Bigness, komm. Okay. Digga, was ist das für ein Bug? Bigness. Oh mein Gott. Nee, kein Bigness. Okay, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, weil es eigentlich echt ein großer Spot hier zum Looten. Und ich... Aber die Zone spielt uns beiden ganz gut in die Karten. Ja. Okay, da ich... Einen muss ich jetzt gerade holen, den anderen Kollegen hole ich, glaube ich, auch. Ja, easy. Obwohl, warte, das sind... Nein, Controller leer. Das Ding Och, ist doch durch. Ach, Digga, Stili. Bruder, das warte, warte, oh Gott. Den Controller. Ja, nee, aber beide geholt, alles in Ordnung. Okay, das ist eigentlich mal wieder... Oh, warte, ich muss erst mal... Also der Spot, wo du bist, ist gut, sag ich dir ehrlich. Warst du da schon mal, oder was? Ja, das ist einer meiner Main-Spots da unten. Okay, ja ich merke auch, hier ist ja auch kein Boss, deshalb ist es, glaube ich, gar nicht so... In dem hinteren Raum ist immer ein Bot, der hat eine goldene Karte und Da kannst du in den Tresor rein. Ich bin jetzt hier auch gerade in der Stadt, wo das so ist, also das kann man ruhig machen. Aber hast du es vorhin auch mit einem Tresor? Nee, du hast ja... Nee, vorhin nicht, aber jetzt mache ich das. Okay... Okay. Die Kiste, die Karte ist immer... Ah, okay, ich merke gerade, ja. Alter, was ist denn der Kollege hier? Wo ist denn der Scheißbot jetzt hier? Hä? Wo sind die Bots hin? Ja, ich habe übrigens noch keinen Blue Life, Chili. Also kein Bigness. Finde ich einfach nicht. Ja, ich natürlich auch nicht. Das ist ja bei mir aber auch aktuell noch nichts Neues. Das stimmt, ja. Aber warte, wo komme ich jetzt? Komm ich jetzt hin? So, das ist ja, hier okay. Der Bot. Da können wir jetzt die goldene Karte nehmen. Ja, ich hab's auch gerade. Ich hab's gerade auch aktiviert. Oh. Tresor öffnet sich. Bitte gönn. Ob Tannenbaum Da ist eine mystische Kiste immer drin, ne? Bitte, Bigness. Ja, ein Bigness, Stili! Hast du eins? Ja, aber aus einer anderen Kiste, ja. Noch nicht vom Tresor. Und ich nämlich... Ja, das war's komplett. Ich hab nämlich...
die Mütige aufgemacht, da war nämlich nichts drin. Ja, in allen drei Kisten nichts, Mülltonne. Okay, ich habe ein Bigness. 7-2. Ja, 7-2. Nee. 8-2. 8 Stück, okay. Oder? Letzte Runde, jetzt. Ja doch, 8-2. Ja, 8 Stück hast du gehört, genau, und ich habe nur 2 gehabt. Oh mein Gott, okay, 1 habe ich jetzt wieder, perfekt. Schon mal wieder. Oh mein Gott, nein, habe ich noch nicht. Ja, Bruder, jetzt übertreib dich, du hast schon eh genügend, das ist doch... Nein, da habe ich nur ein bisschen einen auf lustig gemacht. Ja, okay. Okay. Alles gut. 3, also 8-3. Jo, genau, 8-3. Aber hier ist noch eine Kiste, Stili. Kommt nämlich Mülltonne raus. Nee. Okay. Ja. Ihr merkt aber der Unterschied. Ich habe eine nur gefunden und letzte Runde extrem viel. Dementsprechend, ja, muss man mal gucken, wo der Weg dahin geht. Da unten ist noch Loot. Links von mir läuft ein Gegner. Lel. Mit Einsatzschild in die Zone. Oh Gott, die sind ja. Was machen die denn da oben? Hä? NPCs oder richtige Spieler? Keine Ahnung, Bro. Keine Ahnung, was deren Mission ist da gerade. Ich halte mich da komplett raus. Nee, die kommen echt jetzt. Aber krank, ich weiß. Nein, die kommen jetzt zu mir, Chili. Warte. Oh, oh. Ja, ein Düdüdüdü-Ding. Oh, 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 die schießen auf mich. Aha. Aber die sind, glaube ich, verloren, Digga. Das ist Onkel Jürgen und Tante, keine Ahnung, die da. Oh, doch nicht. Oh mein Gott, die machen ja den richtigen Break. Holy shit, hier explodiert alles. Oh, ich muss ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Zum Glück ist hier Wasser. Verpisst euch, ihr! Was soll das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Chili. Ich mache hier gerade Breakdance. Nee, 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 nee. Hast du echt? Okay. Ja, dann geht's ja noch. Was ist hier für so... Aber haben die dich gehittet, oder? Ja, die haben mich gehittet. Und nicht gerade zu knapp. Hast du Full Life gehabt? Nee. Okay. Ja, stimmt, man hat ja noch trotzdem hier so ein Shield. Ja, 50 extra Leben, ich muss flüchten. Genau. Ich habe auch keine Impulsgranaten. Das ist ein bisschen nervig, aber egal. Ich kann mich ja theoretisch gesehen auch so ein ganz bisschen Stili so auf entspannter Rino zurücklehnen. Ja, da würde ich auch fühlen. Also ich sag dir ehrlich, du könntest auch mal die Augen zumachen, könntest vielleicht nochmal ein Eis hier holen auf entspannt. Ja, ich Getränk trink gerade ein Gönnergy, Digga. Oh nein. Ich werde gejagt. Jetzt, ja, okay, perfekt. Das ist fies. Bruder, eine Runde du, eine Runde ich jetzt. Ja, das stimmt. Hier ist noch eine Kiste bei mir, Stili. Achtung. Kein Bigness. Scheiße. Ist das aber weglos gerade? Ich finde halt wirklich nichts. So, bei mir wird auch geschossen in der Nähe. Ne, hier ist auch gelootet. Oh, hier ist noch irgendwo eine Kiste. Wo ist die Kiste? Oh mein Gott. Hier, bitte, Bigness, bitte. Nein. Ja, aber ich habe Zone ist doch in Ordnung. Ich habe ja vorhin auch, wenn ich jetzt einmal nochmal diese eine Vorratslieferung da finde, so. Stimmt. Ein Double Stack. Ich glaube, da ist immer Blue Life drin, weil du hast ja auch da vorhin eins gefunden. Ja, das könnte sein. Das könnte halt echt so ein Ding, was so also garantiert ist. Aber ich weiß nicht, wie diese Dinger spawnen. Ja, aber man sieht das ja, glaube ich, immer wegen dem Licht dort auf Mystery Kisten Style. Und Zombies. Oh, Impulsgranaten. Ach, ich habe Impulsgranaten. Ich bin so ein Fettsack, Stevie. Ich heu. Oh, Gegner bei mir. Oh nein. Gegner bei mir. Bitte. Ja, okay, ist nicht mal so schlimm, weil ich habe hier so einen Spot für mich, wo ich richtig viel looten kann. Das sind Bots, das sind aber Bots. Ja, dann kannst du die eigentlich holen. Nee, nee. Alles gut. Ein Bigness, Stili! Nein, nein. Den hole ich mir noch. Komme, was wolle. Guck mal, hier ist aber auch. Auf mich wird geschossen, Stili. Hier sind aber noch zwei Kisten, die nehme ich noch mit. Für das Bigness! Ne, kein Bigness. Wo ist hier das Bigness? Hier ist eine Kiste. Gönn! Ach, Mie, ey, ist so dumm. Ich muss durchziehen. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ich muss die Kiste schnell aufmachen. Kein Bigness. Die Gegner sind bei mir. Die sind so schlecht. Ich würde die so gerne töten. Okay, ich ziehe durch. Was ist? Ne, ne, ne. Ich wollte gerade irgendwie so ein... Jump aktivieren, das war auch erstmal dieses falsche Jump-Ding. Chili, Brili, warum findest du denn keine Bignisse? Bruder, ich mach so viele Kisten auf, es passiert nichts. Also das ich hab's ja auch gesagt, eigentlich. Ja. Ich verstehe auch nicht, wie du so schnell welche findest. Also ich, wenn es um diese Dings geht hier, Mini-Changes oder Verbände, Medikits, da könnte ich hier reichlich genug auf jeden Fall noch einige Sachen zeigen. Ja. Oder muss ich auf jeden Fall auch erstmal instant los hier. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Ich muss sein. Diese Vorratslieferung. Warum tanzt der da hin? Ich wollte das gar nicht machen. Ja. Hat einfach den Boah, bei mir ist komplett. Hier sind noch Kisten. Ich habe eine Kiste gehört, wo ist sie?
Continuous, dann passen Sie mal bitte auf hier. Ich pass auf, ich bin... Ich werde nämlich das Ganze... Oh nein, ich hab... Ich denke, ich bin das auch nicht los. Muss man wieder aufpassen. Kriegt man Schutzschaden eigentlich, wenn man dieses Teil hier aktiviert? Die, diese eine... Diesen Grappler-mäßigen Modus, wenn man dann... Nee. Kein Schutzschaden. Okay. Kapi. Oh Mann. Wie nein. Kapi? Nein, 100% okay. Nicht. Noch eine Kiste, Stili. Bitte. Nein. Das war's. Die haben mir meinen Spot geklaut. Nein, es ist... Und noch ein Big, ist drei Stück! Es steht 10 zu 3, Stili. Ich kann in den geheimen Bunker noch gehen. Da liegt bestimmt noch ein Bigness. Oh mein Gott, was ich wieder hier alles überleben muss. Vor mir war nämlich diese Vorratslieferung da und ich... Und die Gegner haben Auge geschmissen? Genau da, wo ich da am Start war, sind die nämlich auch gerade. Also Stili, wenn du sagst, dass ich der beste Challenge-Gegenspieler bin, dann gebe ich auch einen Bigness vielleicht ab. Das kann man erstmal nicht maximal nicht denken. Es geht noch auf jeden Fall. Ich glaube... Oh nein, warte, das sind zwei Leute mit einer Medaille neben mir, sehe ich gerade. Oh, noch eine Kiste, bitte. Ich sehe... Bro, ich... Ein Bigness, Stili! Ja, nee, aber das ist aber auch irgendwo... Okay, vor mir auch gerade, perfekt. Eins habe ich auch nochmal. Okay. Das fühlt sich halt nicht gut an. Nee. Aber trotzdem dankbar sein, richtig. Dran geblieben, wollen wir es so sagen. Ich sag dir ehrlich, du musst vor der Kiste tanzen. Ja, weiß ich. Machst du das? Ich habe bei den letzten zwei getanzt und dann war immer ein Big Miss. Oh, Jeeber, das merke ich schon. Ja. Okay, ich kann jetzt mich erstmal zurücklehnen. Ich würde sagen, ich gehe kurz eine Runde joggen, Kappi. Ja, warte, wie viele hast du jetzt insgesamt? 11 Stück zu 4. 11 zu 4 steht es, Stili. Ja. Das ist dieses, Jahrgangsbeste. Ja, das ist dieses, Deutschland gegen Brasilien-Ding gerade. WM-mäßig. Okay, ich gehe weiter. Oh, du könntest da natürlich zu dieser Insel noch, ne? Ja, das habe ich nämlich gerade auch gehört gehabt und wollte auch da rein. Warte mal, ich glaube, der Typ hat da... Warte. Oh. Ich muss es markieren. Da muss ich hin. Wo ich Warum? Siehst du es nicht bei dir? Oh, wird das mit mir angezeigt, da wollte ich auch gerade hin. Nee. Oh, Gegner bei mir? Nee, ich gehe nirgendwo hin. Ja, ich wollte gerade sagen, das hätte es auch nicht geschafft, glaube ich. Nein, du hast den Spot geclaimed, dann auf ist es deiner. Mich geschossen, auf mich wurde sogar gesniped. Oh. Nee, alles in Ordnung. Ach, ich wurde die ganze Zeit auch gejagt, habe ich schon wieder ganz vergessen. Und ich loot hier ganz. Das ist aber auch ein bisschen fettsackmäßig. Was ist denn das für ein geheimer Spot, wo ich gerade bin? Es gibt viele geheime Spots, auch so. Untergrundspots. Ja, safe. Oh, hier noch eine Kiste. Ich hab vergessen, dass ich. Warte mal. Da war ich vorhin. Da habe ich Liebe bekommen. Gehen wir nochmal schnell hin. Ein Bigness noch hier. Komm, ich aber hier wieder. Komm, ein Bigness noch. Ich glaube, die haben die Kiste nicht abgecheckt. Oder vielleicht hat jeder von uns so eine Vorratslieferung und das ist halt bei jedem anders. Ist deine noch da oder was? Oder wie? Also oder eigentlich sind die Typen da vorhin da. Oh! Guck mal, Stili. Oder es ist so. Ja. Oh nein, falsch markiert. Hm? Aber die können auch vielleicht da auf mich warten, weil die denken, dass ich da wieder hinsteppe. Ich gehe, glaube ich, nochmal auf die Bahn rauf. Na komm. Okay, die haben es nicht genommen. Alles in Ordnung. Ich könnte vielleicht noch einen Doppelstack sneaken. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Zeit schaffen werde. Geh doch in die Bahn! Goldene Waffe. Oh mein Gott, vor mir Gegner. Was machen die denn da? Ich muss mich verstecken. Ich muss außerhalb der Zone bleiben. Die sind ja so verloren. Nein. Die sind halt auch Gegner. Wegen diesen Münzen sehe ich das halt. Ja, dieses Goldene meinst du, ne? Ja, und die sind bei mir. Guck mal, du siehst es ja auch. Ich muss hier erstmal warten. Ich weiß halt nicht. Ich sehe es nicht bei dir. Nee, ich meine halt, du siehst ja, wo ich auf der Map sehe ich es auch nicht. Nee, ich sehe es nicht. Oder willst du zu diesem Goldenen... Oh, bei mir sind überall Gegner, Stili. Alles gut, nein, ich glaube, die wollen es. Schüsse hinter mir. Oh, auf mich wird geschossen. Nein! Ganz schnell weg. Piss dich! Okay. Warum sind die aber hier? Ich sehe sie halt doch gar nicht. Kriegen einer Tick Schaden, ist in Ordnung. Oh mein Gott, Mann, warte. Nein, ich hab wieder zwei Stück. Oh mein Gott! Oh, wichtig. Warte mal. Ura. Oh, warte mal, auf mich wird geschossen wieder. Ja, aber gedickt geschossen. Warte mal, wie ist das eigentlich überhaupt? Oh, wenn du wisst, was ich hier gerade für eine Politik aktiviert habe. Eigentlich nothing special, Digga. Wir müssen mal gleich zusammenrechnen. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel, wie, wo, was. Das war. Also, ich habe jetzt insgesamt. 11 zu 6 müsste es sein, Stili. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt 4 und in der letzten Runde waren es ja 2. Also, ja. 11 zu 6. Eventuell noch hier noch eins dazu und. Ja, okay, Shockwave-Granaten, wichtig. Oh, bei mir noch eine Kiste, Stili.
kein Ding, ist schade. Ich brauche wieder diese eine Vorrat. Ich glaube, das sind wirklich mal garantiert dann zwei, weil ich hatte jetzt zwei geöffnet und. Also sagst du nur noch dahin? Also ja, ich glaube, die sind aber auch nur einmal pro Runde. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlicherweise auch nicht, Bro. Ich muss aber durchziehen. Ich krieg Dinge. Kiste? So nein, so nicht auch gerade. Noch eine Kiste. Oh, da ist noch eine Kiste. Oh mein Gott, noch eins. Zwei Stück, fünf Stück jetzt mittlerweile. Oh. Ich sag's dir doch, Continuous. Wir haben gleich. Ja. Wir haben gleich jetzt, Stili. Also in der Runde jetzt? Oder ja, wie? Ja, ich habe auch fünf. Boah, okay. Bei mir ist so viel. Ah, Stili, ey! Hey! Ich hab die Regel dann Durchzieher aktiviert. Hinter dir war noch eine Kiste, Digga. Hebt ihr noch mal ein bisschen Durchzieher aus. Ne? War da noch eine Kiste? Nee. Ja, doch, auf dem Wasser. Da ist noch eine Kiste. Ja, Bruder, aber das. Aber es lohnt sich nicht. Ja, egal, ich kümmere mich noch hier. Stili, guck mal hier. Was denn? Ja, ist ja auch wieder da. Warte, ich muss noch mal kurz abchecken, wie das aussieht, weil ich sehe es noch nicht richtig. Warte, ich kann es ja noch nicht von mir aus erkennen. Doch, du hast eigentlich eine ganz gute Brille. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Guck mal, was hier oben rechts an unsere Dings abgeht. Siehst du die ganzen Medaillen? Ja, oh mein Gott, das war's. Okay. Du darfst nicht meine Dinger nehmen, das ist ja klar, ne? Ja, klar, aber... Ich gehe extra so ein bisschen... Okay. Ich gehe extra so out of zone. Also ich habe fünf Stück und du hast fünf Stück diese Runde, ne? Ja. Okay, du darfst jetzt noch in dem gesamten Bereich looten, da um dich herum. Oh Gott, hier ist noch eine Kiste, ich kann es noch schaffen, glaube ich. Oder ne, ist das eine Kiste? Ich gehe extra so ein bisschen... Doch. Ja, okay. Die Gegner haben mich getötet. Der auf unendlich schießt. Okay, Stili. All added mit dem Weihnachtsmann. Oh, der ist so schön, der süße Ben. Man wollte den friedlich gesagt. Vielleicht kann man auch gleich Team. Ja, wurdest du gesniped oder hat dich jemand nahkampfmäßig hier geholt? Nahkampfmäßig. Pass auf, oben auf dem Berg ist jemand. Ah, vielleicht nochmal. Ich glaube, er wird schon direkt erstmal checken. Der wird sofort Auge machen. Ja, mit meiner Spitzhacke ist halt auch so ein trial-verdächtiges Ding. Obwohl eigentlich beides friedlich gesandt aussieht. Ah, okay, das ist, also glaube ich, jetzt. Ich muss ein. Ja, Nee, natürlich nicht. Ich bin doch Profi. Der hat dich aber weak geschossen. Ah, das ist gar kein Problem hier. Man war ja nicht umsonst damals. Also, ich sag ganz ehrlich, dass die Map oben, ich find's richtig schlecht. Dieses ganze Golden ist so verwirrend, du erkennst doch da gar nichts. Oder? Da oben. Also wie findest du das, Stili? Ach so, ja, dieses Ding, was das die Minimap macht doch einen übelsten Breakdance da gerade. Ich verstehe es auch nicht. Also, das heißt, alle Medaillen. Ja, es sind auch alle fünf. Wenn du jetzt wirklich alle Medaillen jetzt sammelst, dann ist das Ding auch durch. Weil ich glaube, dann ist es so, als hättest du mal offen. Ja, ich kann aber auch. Mit rechts, mit links musst du klicken. Ja. Oh, da vielleicht noch ein Haus auf Krampf? Da war ich schon. War leider. Oh, ist in Ordnung, ist doch gar kein Problem. Haben wir nochmal den hier. Und noch außerhalb der Zone ein bisschen chillen. Guck mal, was ich jetzt mache. Die Umgekehrt auch ohne. Bin gespannt. Da sind die. Ja, natürlich. Er denkt, dass ich wahrscheinlich. Das wusste ich nämlich, dass er das denkt. Kein Problem, ist doch alles in Ordnung. Das ist so ein Düdü-Ding. Vertrau mir, die checken. Also, sie werden nie damit rechnen, dass ich hier bin. Ich sehe doch deine Steps. Nein, sehen die nicht, weil ich doch gerade den Sneak Beginnen aktiviere. Guck doch. Er wollte mit mir teamen! Oh Gott, also die eine wollte teamen, die hat ja nicht geschossen. Ja, ich weiß, aber der dich geholt hat, der Blödmann, der hat mich auch geholt. Ja, schade, er ist der wieder. Okay, wir müssen mal ganz kurz den Mathematiker aktivieren. Ich diese Runde 5, du diese Runde 5. Letzte Runde hatte ich 7 und du hattest 2. 2. Also steht es jetzt 7 zu 13. Ja, ganz besser, würde ich mal, glaube ich, behaupten. Stili muss nächste Runde mindestens 6 finden und ich darf nicht einen finden. Also das, Stili, dafür muss ich kein Mathematiker sein. Das ist Wir entspannen uns jetzt auch mal, hab ich auch wieder. Runde Nummer 3. Stili, ist dir wieder überlassen, wo du als erstes landen möchtest oder wo du landen möchtest. Warte, wo war ich vorhin? Du warst vorhin... Das war hier, ne? Glaube ich. Jawohl, nee, du warst hier, aber da werden Gegner landen jetzt. Die Flugzone ist echt moisty. Also ich glaube, ich lande diesmal hier. Ich lande safe hier. Weil ich sehe auch keine gelben Cities hier. Ja, ich Ich werde hier landen. Na, da war ich auch noch nicht. Also, okay, jetzt mittlerweile habe ich mehr als die Hälfte. Okay, let's go.
Also ich würde sagen, Chili, wenn ich jetzt beispielsweise am Anfang direkt sterben würde, würde ich dir so lange gönnen, bis du tot bist. Für die maximale Spannung. Ja, das wird aber... Ich weiß nicht, also es war schon... Ich muss sagen, ich habe so viele Kisten auch geöffnet. Ich glaube, vielleicht habe ich sogar wahrscheinlich mehr Kisten als... du jetzt in den ganzen Runden geöffnet, aber wirklich gar nichts gefunden gehabt. Sie haben Blue Life reduziert und manchmal hast du Runden, wo du wirklich viel Bignisse auch findest, so, aber Minis ist schon eher das, was man eigentlich only findet. Bei mir kommt nichts mit. Ja, okay, bei mir landet da safe. Neustart? Nee, noch nicht, aber ich sage nur, dass hier in der Umgebung halt erstmal jemand landet, aber da, wo ich jetzt lande, weiß ich noch nicht genau, ich kann mir aber auch okay vorstellen. Also ich bin hier komplett solo, hier ist nichts. Ich habe wirklich Lack. Also auch in der Umgebung nicht oder nur in Ich habe niemanden, ich habe nicht einen Fallschirm hinter mir gesehen. Ja, okay, dann ist es ja wirklich dieses... Was, oh mein Gott, ich hatte eine mythische Kiste. Ich weiß nicht, ist das vielleicht auch so ein Tresorspot? Ich kann das gar nicht. Oh doch, hier ist ein Tresorspot. Nein, deshalb ist hier auch eine mythische. Oh komm, ein Bignis fürs Gefühl. Nochmal tanzen. Wie bitte, 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 oh mein Gott, okay, Müll, ja, nee. Nee. Okay. Okay. Schockwing gerade an, finde ich an sich auch. Oh Gott! Gegner den bei Ding dir? Ist gut. Nee, 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 den Boss. Ist schon mal gut auf jeden Fall, weil. Goldene Karte. Genau, deshalb. Mhm. Ich höre auf jeden Fall die mythische Kiste, da ist ja immer eine mindestens drin. Okay, yes. So, bei mir zwei Häuser, kein Blue Life. Bitte gönn mindestens eine. Vorhin war das nämlich von drei Kisten einfach nichts. Und jetzt hat auch sogar eine mythische Kiste dazu gehört. Kein Blue Life. Ich glaube nicht mal Minis kamen daraus, da kam einfach nichts. Okay, eine Kiste und Mülltonne. Zweite Kiste, Mülltonne und dritte mythische Kiste. Ja, die Triple-Mülltonne wurde aktiviert. Nicht einmal Blue Life da drin, nicht oder? Nicht einmal Blue Life, ne. Das ist schon echt manchmal ganz komisch. Ja, Digga, das ist verdächtig. Also, ich habe jetzt hier in dieser Stadt, wo ich bin, warte. Ne, hier in dieser Stadt, ich habe noch ein Gebäude. Eine Kiste, noch mal kurz tanzen. Ne, in dieser auch gesamten nicht Stadt nicht ein Bignis. Ja, und so ging es mir die ganze Zeit vorhin. Ja, ja. Moin. Moisi Meier. Ich könnte noch da unten hin und das werde ich auch machen. Die Zone spielt mir super in die Karten. Und Abfahrt. Oh, warte mal, hier die Zipline. Auf professioneller E-Sportler-Karriere. Hast du generell Blue Life gefunden? Ja, nee, hast du auch noch nicht, ne? Doch, ich glaube, ich habe Minis gefunden, aber habe die gar nicht mitgenommen. Hier sind auf. Hier, komm, hier muss noch ein Bignis drin sein. Nochmal tanzen. Ah! Ah, Stili. Ey, okay, ja, dann ist es ja auch wirklich. Auch tanzen mal, sage ich. Guck. Ja, das wäre vielleicht echt nicht verkehrt. Okay, Stili muss jetzt 7 Stück finden. Ich korrigiere 8. Ich korrigiere 9! Digga, 3 Bignisse gefunden hier. 3 Stück! Mitten am Arsch der Walachei, Stili. Aber normal oder aus Kisten? Alles Kisten. Warte mal, lass mal kurz überlegen. 1, 2. Ja, 3 Bignisse, 3 Kisten. Ach, das Stili. Das ist wirklich. Stili. Also das ist diese Mission Impossible, die du gerade eingehen möchtest. Aber nichts ist unmöglich. Ja, ich merke gerade, ich muss gerade gucken, ob jemand gelandet ist, aber ich glaube. Nochmal eine Kiste. Nochmal tanzen. Mal selbst hier sind Leute gelandet, schade. Ach, Stili, ich glaube. Nee, ich sag dir ehrlich, wenn hätten wir den Bildmodus gespielt, da hätte ich auf jeden Fall mehr Chancen gehabt. Da wäre wahrscheinlich, wenn die Karten nämlich bei mir blockiert, besser. Was Kisten angeht. Ja, also ihr habt ja gerade Stili gehört. Das ist ja theoretisch gesehen eine Herausforderung. Kapi? Nein, und die Herausforderung werde ich natürlich auch annehmen in nächster Zeit. Eventuell da noch mal 2.0 im Baumodus und mal gucken, ob Stili Brili da eventuell dann gewinnt. Also. Das ist schon dieses Stil, man kann schon gut Schuss, das war es euer Kommandant. Ja, sagen. Das ist halt auch, glaube ich, darauf wird es. Ich glaube hier, ich war ich aber auch noch nie. Hier gibt es, oh mein Gott, okay, es gibt ja auf jeden Fall einige Kisten, vielleicht auch noch so ein Tresorspot. Nee, aber du hast halt auch wieder jetzt gerade schon so viele gefunden, dass man auch aus Munitionskisten nichts mehr. Aus den großen Munitionskisten, ja, ich habe gerade zwei Quatsch. Stück vor mir. Mülltonne beides. Ja, verstehe ich auch nicht, warum sie da das Blue Life rausgenommen haben. Okay, wir haben hier noch eine. 2 Kisten. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Das haben wir aber vorhin auch in den Runden, hat mich das auch gewundert. Ach, Digga, Stili! Ja, okay, dann reicht es. Warte. Die Augen beenden, reichen jetzt auch zu beenden.
Nee, aber was ist das denn hier für ein Spot? Halt mal hier ab. Oh, moin, danke für die Verwirrungspolitik. Hier sind Gegner, Chili. Ich lenke sie ab für dich. Ja, werden nicht nötig sein. Denn ich ziehe auch erstmal. Oh nein, hier sind wirklich Gegner. Ja. Ist der auch mit mir? Oh Gott. Ja, ich muss durchziehen. Oh. Oh, der schießt, das ist glaube ich, der, lebt der Boss noch? Der kann er gar nicht. Die Gegner gehen. Sind am, bin oben auf dem Dach, Chili. Ja, ich muss durch, nee, ich muss da durchziehen, ich glaube da wird nichts mehr sein. Bitte gönn doch mindestens eine einfach, das Ding ist, wird sich nicht mal gut fühlen, aber trotzdem. Sehr wichtig. Das war's auch wieder. Aber ich finde halt so viele Shockwave-Granaten, ich sag dir ehrlich. Ja, wir hatten auch überlegt, Shockwave-Granaten-Challenge zu machen. Das haben wir doch von Anfang an schon gesagt, dass wir es machen. das schon wieder vergessen. Das halte ich für ein Gericht, Stevie. So. Ja, das ist ja gerade die erste Zone, die, glaube ich, vorbeisteppt. Also, wie viele muss ich jetzt gerade auch finden? Das habe ich jetzt wieder vergessen. Oh, ich bin Mathematiker durch ja, und durch, aber das ist eine Rechnung. Da kommt. Warte mal, wir hatten gesagt, sechs Stück musst du mindestens finden, um gleich zu ziehen. Du hast wie viele jetzt gefunden? Ja, moin. Gar keinen? Dann musst du jetzt 10 Stück finden. Ach, oh, Stili, guck mal hier. Nee, das ist Zeitverschwendung. Ich muss weitermachen. Das geht nicht. Stili. Nee, ich habe keine Zeit. Warte mal, ich habe doch hier irgendwas vorhin markiert. Meine Markierung. Aber was waren die nochmal? Nee, es war nichts. So, ich hatte hier, gab es auch so einen Spot. Ich muss halt Dings, ich weiß, wo ich hinsteppen könnte. Gleich bin dann, Ja. Wer schießen hier? Das sind die Bots. Oh mein Gott, nein, da hinten ist das. Okay, zwei Stück könnte ich garantiert auch bekommen. Das ist auch zu weit entfernt. Wo willst du hin? Ach, dieser Pott. Ja, wird der dir auch angezeigt eigentlich? Ja, der wird mir auch angezeigt, ja. Aber ich bin Feuer. Ja, ganz klare Geschichte. Aber das ist auch zu weit, nee. Dann wird auch. Schaffst du das nicht? Doch, schon, aber es ist halt. So. Ah, dann loot ich hier vorne nochmal, Stevie, und suche mir nochmal ein bisschen Verstärkung. Ich glaube wirklich, also ich weiß halt nicht, wie das bei diesem. Mit dieser schwebenden Insel sein wird. Dass man da alles bekommen kann, aber da landet. Hier sind auch noch Kisten. Ach, Stili, eine Kiste aufgemacht. Und noch ein Ergebnis. Digga, das ist also. Das stimmt, aber du merkst selber. Ach, Stili, die nächste Kiste aufgemacht und noch ein Ergebnis. Oh, für dich ist hier heute Feierabend, sag ich. Ne? Gut, Schuss, gut. Also, das ist verrückt. Zwei Stück gönne ich mir auf jeden Fall erstmal. Aber das Ding ist, das hast du jetzt ja gerade wieder gut gemacht. Also, das hat ja wieder nichts gebracht hier. Gott. Also das ist schon, also sage ich euch ganz ehrlich, so vom Spannungsbogen ist dann auch an der Stelle dann wirklich komplett die Luft raus. Also das Ding beim besten Willen, selbst wenn es... Aber wenn der Gegner vielleicht irgendwie noch ein paar Drops... Auch gerade zufällig eine Bigness Challenge macht, sagst du? Ja, kann ja auch sein. Kann auch sein, dass er das hier vom Finger hat, weil er... Da hast du natürlich recht, deswegen gehe ich nochmal auf den Zug rauf. Aber warte, gibt's eigentlich noch Loot Drops? Ist mir noch nie aufgefallen. Nee, gibt keine Loot Drops. Gibt's gar nicht mehr, ne? So, dann machen wir es so. So, und dann gönnen wir uns hier nochmal die Vorratskiste, die Chili auch gerade sich holt. Nein. Und dann sneaken wir uns auch nochmal zwei Stück. Fürs gute Gefühl, falls da gerade auch nochmal ein Gegner in der Lobby. 1, 2, 3, Chili. Nee, warte, Chili. Ja. Zwei Stück, ja. Oder ist Schuss. Das respektlos? Hier noch eine Kiste. Wie viel hast du jetzt gerade überhaupt in der Ich habe jetzt, acht Stück. Oh mein Gott, okay, warte, doch. Was denn? Oh mein Gott, genau vor mir landet das, glaube ich, jetzt. Das ist ein Schicksalsding. Diese schwebende Insel. Da gibt's auch das Feld zum Einnehmen, so, weißt du? Ja, meine ich auch, das ist ja das Ding. Und ich glaube, also, ja, okay, es wird halt vielleicht nicht viel sein, aber das sind ja auch allgemein noch Kisten. Frag mich halt, was ich aber als erstes abchecke, was halt sinnvoll ist, weil hier werden so viele Leute landen. Ich glaube aber, es kommt auch sogar eine mythische Waffe hier raus. Ich bin mir aber nicht komplett sicher. Ein Auto ist auf dem Weg zu dir? Ja, ich sehe es gerade, Nein. Ja, der steppt. Oh Gott, aber ich müsste es von der Zeit schaffen. Zumindest halt. Ich werde angeschossen. Ja, kann mal ein bisschen auf die Gegner verwirren, Kappi. Ja, auch ich nicht mal. Continuous, du hast ja auch wieder hierher gelockt. Nee. Dann hat den Rift aktiviert, die steppen. Also das. Gegner kommt.
zwei Gegner kommen. Ja, ich glaube, du müsst jetzt. Hinter dir ist noch eine Kiste, Bro. Ich muss aufpassen, weil vor mir sind noch Gegner. Ich zieh ja durch. Gut Schuss. Auch, gut Schuss. Absolut. Aber auch. Oh, oh. Ah, okay. Ja, moin. Irgendwie hat das nicht so ganz geklappt hier. Ein Gegner pusht dich. Ich glaube, Schiri, so viele Bignisse, wie du finden musst, passen gefühlt ja, gar nicht in deinem Inneren. Ja, aber gerade ist auch dieses Güdüdü-Geräusch, glaube ich, langsam. Gott, ich habe noch Glück gehabt. Hast du jetzt noch gezählt, wie viele ich jetzt finden muss? Kann ich mir drauf. Ich weiß, es ist eigentlich nur eine Sache der Unmöglichkeit. Ja, aber ich glaube, ich hatte 8 Stück. Ich hoffe immer noch, dass hier auch raus ein Drop, deshalb ich muss. Also, Leon wird das unter dem Video eingeblendet haben. Also, es sind mindestens sechs oder sieben Bignisse, die du finden musst. Das sind eher 10, würde ich sagen, die ich vorne bin. Also, es ist möglich. Ja, aber eigentlich auch unmöglich. Wenn der ein oder andere Gegner da mal down geht. Oha. Oha, hä? So ein Untergrundspot? Wir gehen. Oh mein Gott! Mein nein! Gott. Nein! Was ist das für ein Spot, warte? Hä? Wo bin ich hier? Das ist voll der Untergrundspot. Aber da gibt's keine. Ja, würde mich jetzt genau zu einem Bignis, bitte. Nee. Obwohl. Ah, gut Schuss. Das war euer Stili. Nein! Okay, ja, ey, Stili. Ich sag dir ehrlich. Ja, aber es war von der ersten Runde schon gefühlt schon so ein Ding der Unmöglichkeit. Aber doch, man hätte es noch schaffen können, aber. Ja, was soll ich sagen? Aber ich bin ehrlich, ich bin zwar der Sieger, aber es fühlt sich nicht so glorreich an, weil es gefühlt in der ersten Runde schon so ein Moisty Meyer war. Wir haben uns wieder duelliert und sehen uns mit Sicherheit in den nächsten Wochen zur nächsten Duellierung. Lasst gerne ein bisschen Liebe da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich überlasse meinem Bruder Stili das letzte Wort und sage meinerseits Wiederschauen und Reinkauen. Ja Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal und ciao.